Lass uns mal darüber sprechen, wie Bestellungen beim Universum funktionieren. Ein spannendes Thema, was du vermutlich auch schon kennst. Ja, Bestellungen beim Universum aufzugeben, was du vielleicht auch kennst, so Parkplatz mal zu bestellen oder so ganz spielerisch rangehen. Und was auch mehr oder weniger gut schon funktioniert und funktioniert hat. Ich bin mal wieder mehr als geflasht, wie präzise wirklich das Universum agiert, wenn man wirklich weiß, wie genau ich nicht nur die Bestellung aufgebe beim Universum, damit es auch geliefert wird, sondern es geht wirklich auch darum, ja, in dieser Energie zu bleiben. Guck mal, ich bringe dir ein Beispiel. Wenn du beim Pizzaservice Pizza bestellst, ja, dann gibst du die Bestellung auf und weißt ganz genau, sie wird geliefert. Du zweifelst da überhaupt nicht dran. Du weißt ganz genau, in einer halben Stunde klingelt der Pizzafahrer und bringt dir deine leckere Pizza. Bei der Parkplatzbestellung ist es genau das Gleiche. Wenn du da dir irgendwo einen Parkplatz bestellst, weil du weißt, da sind immer so schwierige oder interessante Parkplatzsituationen, auf Fingerschnipp, du fährst von zu Hause los. Und dann fährst du dahin und da ist nicht im ersten Moment ein Parkplatz frei. Dann fährst du ja auch nicht zurück, sondern dann drehst du vielleicht zwei, drei Runden da um dieses Gebiet und dann siehst du plötzlich irgendwo jemanden kommen und ein Parkplatz wird frei. Verstehst du, was ich meine? Das Ding mit dem Bestellen beim Universum, das funktioniert immer mit allem, mit absolut allem. Es ist immer nur unsere Bewertung oder unsere Zweifel, wo wir nochmal den Raum verlassen im wahrsten Sinne des Wortes und es damit nochmal abbestellen. Und auch so spielerisch, mir ist gerade bewusst geworden, darum geht es auch, spielerisch auch mal wieder ranzugehen. Ich habe gerade noch mit unserer Tochter gesprochen und das war zu dieser interessanten, besonderen Zeit. 2020, wo wir in einem Hotel im Restaurant saßen und waren die einzigen Gäste. Das ganze Personal hatten wir für uns und wir hatten dort ein Dinner zu zweit. Und unsere Tochter sagte, oh, hier ist ja schon so einsam, es wäre ja schon schön, hier ist so ruhig, wenn jetzt eine Familie reinkäme, vielleicht noch mit zwei Kindern und hier mal ein bisschen Leben in das Restaurant kommen würde. Es gab in diesem Restaurant, hinter mir war eine Eingangstür und auf der anderen Seite war auch eine Eingangstür. Es war ein Hotelrestaurant, wo wir waren in diesem Jahr, also 2020. Und in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hatte, gucke ich an ihr vorbei auf die Tür, kommt eine Familie rein mit zwei Kindern. Das sind alles so die Dinge, wo wir so Sachen. In dem Moment hat sie ja das unbewusst beim Universum bestellt, aber wie das Universum agiert. Mit dem Parkplatz ist das nichts anderes. Da zweifeln wir nicht. Ich hatte gestern gerade noch mal so eine Situation für ein neues Programm, für eine neue Begleitung, die ich gerade angeboten habe. Habe ich so überlegt, wie viele Teilnehmer wären denn cool? Und da kamen so 25. Und dann habe ich zum Universum gesagt, okay, heute bitte 25 Anmeldungen. Gestern Abend gucke ich zum ersten Mal, wie viele Anmeldungen da sind, weil ich habe das nicht über mein Handy auch laufen, damit das nicht da so immer Bing, 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 Bing macht oder ich ständig drauf warte, dass es Bing macht. Habe ich gestern Abend gedacht, oh, mal gucken, wie viele Anmeldungen da sind. Ich gucke gegen 21 Uhr gestern Abend, also deutsche Zeit 8 Uhr ungefähr, 25 Anmeldungen. Ich habe gedacht, Universum, du bist sensationell. Und dann habe ich gedacht, oh, der Tag ist ja noch nicht zu Ende, ist ja noch ein paar Stunden, ein paar könnten noch dazukommen, ein paar Teilnehmer gehen noch. Und habe dann überlegt, wie viele Teilnehmer wären noch cooler, wie viele dürften sich noch anmelden. Machen wir noch 7 drauf, 32. Heute Morgen gucke ich nach den Anmeldezahlen, genau 32 Teilnehmer haben sich angemeldet. Warum teile ich das mit dir? Diese Bestellung beim Universum, wenn du mal ganz genau weißt, wie es im Detail geht, du kannst dir beim Universum alles das bestellen, was du wirklich vom Herzen gerne möchtest. Angefangen von deinem traumhaften Leben,
mit allem, was für dich dazugehört, einschließlich allem einfach. Das Universum bewertet und beurteilt nicht. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, wo so Konditionierungen auch da sind. Und deshalb würde ich dich da auch gern drauf aufmerksam machen. Wenn, mal angenommen, du hast eine Idee von einem freien Leben, du würdest gerne irgendwo viel lieber am Meer leben, im Warmen und so weiter. Und dann setzt gleich schon wieder im nächsten Moment der Kopf ein, vielleicht auch mit Summe X an Einkommen, dann setzt im nächsten Moment der Kopf ein, ah, eigentlich geht es dir hier ganz gut und eigentlich ist hier auch immer mal schönes Wetter und du könntest es doch genießen und da draußen gibt es doch Menschen, denen geht es doch schlechter als dir. Und ach, gib dich doch mal mit weniger zufrieden. Das ist so das Resultat. Warum? Weil wir als Kinder ganz oft natürlich gehört haben, jetzt ist aber mal genug, du hast schon genug bekommen, es reicht jetzt. Es gibt jetzt nicht noch ein Eis, es gibt jetzt nicht noch eine Limonade und, und. Die Eltern haben das vielleicht auch mal gesagt, aus gesundheitsbewussten Gründen, weil schon genug Süßigkeiten an dem Tag an der Tagesordnung waren oder was auch immer, ist egal. Aber tief in uns ist einfach eine Konditionierung entstanden. Es ist mal genug. Noch mehr darf ich mir jetzt nicht erlauben. Diese Stimme habe ich nämlich gestern Abend auch mal kurz bei mir wahrgenommen, wo ich gedacht habe, es ist erst 21 Uhr oder deutsche Zeit 8 Uhr, 25 Teilnehmer sind schon da, cool, geht doch eigentlich noch ein bisschen mehr. Wo ich gemerkt habe, wo so eine Instanz in mir aber auch gleich gedacht hat, reicht's nicht, willst du jetzt nicht zu viel? Ja, verstehst du, was ich meine? Es sind nach oben keine Grenzen gesetzt, außer die, die du dir setzt und das in allen Bereichen, beruflich, privat, gesundheitlich, finanziell, mit allem. Deshalb Ermutigung an dich. Ermutigung an dich, erwecke deine wahre, ja, ich nenne es jetzt Göttlichkeit, deine wahre Divinity, das, was dich ausmacht, alles, was du an traumhaften Ideen in dir trägst, das ist im universellen Feld schon da. Und das darfst du dir auch erlauben, nicht nur zu bestellen, sondern auch zu empfangen. Da gibt es natürlich auch im Hintergrund so ein paar Dinge, die du tun darfst. Dich zum Beispiel schon darauf freuen, du hast die Bestellung abgegeben und du weißt ganz genau, du hast es bestellt, es wird auch geliefert. Also völlig ohne Zweifel. Also in dieser Energie auch sein, diese Energie auch zu halten und gleichzeitig loszulassen. Ja, das ist die Krux dabei. Und das kannst du auch, das hast du als Kind schon zuhauf gemacht. Es ist nur in Vergessenheit geraten bis zu deinem jetzigen Passalter. Aber das Kind, diese Manifestationskraft, die ist ja immer noch in dir. Und da würde ich dich wirklich gerne nochmal dazu ermutigen, größer zu denken, beim Universum all das zu bestellen, was du wirklich möchtest, ohne Zweifel und dem eben auch zu folgen. Wenn du da ein bisschen mehr noch wissen möchtest, schau dir gerne auch mein kostenfreies neues Videotraining zu an, wo ich da noch ein bisschen mehr ins Detail auch reingehe, wie genau ich das eben auch im Alltag praktiziere, damit wirklich die Dinge, die ich stelle, dann wirklich auch geliefert werden. Du findest in der Nähe von dem Video den Link, klick drauf und dann sehen wir uns im Video. Und bitte, bitte wissen, das, was du in dir trägst, warum du eigentlich jetzt hier bist, erlaubt dir das zu empfangen, indem du die nächsten Schritte auch dazu gehst und indem du wirklich diesen Impulsen, die aus deinem Herzen, aus deiner Seele kommen, folgst und dann entstehen wundersame Dinge auch in deinem Leben. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Bis gleich im Videotraining.